Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute habe ich einen kleinen Glitch für euch. Vorab kann man nur in der Firing Range aktivieren, ist nichts, wo man irgendwelche Vorteile hat, ist auch meiner Meinung nach nichts Besonderes. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, damit ihr das mal testen könnt. Man überwindet damit ein bisschen die Schwerkraft, eigentlich tatsächlich wirklich nichts Besonderes. Aber mit Octane, wenn ihr das Jump Pad schmeißt, ist es einfach nur mal witzig zu sehen, wie weit man damit auf einmal fliegen kann. Ich zeige euch einfach, wie es funktioniert. Wie gesagt, erwartet jetzt nichts mega Besonderes. Merkt euch einfach schon mal hier die Sprunghöhe. Wir müssen zuerst einmal Walk wählen und dann fliegen wir in die Luft. Und so ab Hälfte der Höhe canceln wir und wechseln sofort auf eine andere Legende. Und seht ihr, dass wir jetzt schon deutlich höher springen. Ist jetzt tatsächlich wirklich erstmal nichts Besonderes. Es sieht witzig aus, wenn man tatsächlich so springen könnte. Wir hauen uns jetzt einfach mal hier noch so einen Beschleuniger rein. Und dann hauen wir mal hier ein Jump Pad hin. Dann zieht euch einfach mal rein, wie weit wir fliegen. Ich mache das ungefähr auf Hälfte des Weges, damit wir die verschiedenen Sprünge einfach mal testen können. Aber bei den könnte ich mir jetzt eigentlich sparen. Wir sind schon voll so gut wie. Es gibt ja drei verschiedene Arten, das Jump Pad zu benutzen. Nur falls das jemand nicht weiß. Wir rennen einfach mal normal und zieht euch jetzt schon mal rein, wie hoch und wie fucking weit wir fliegen. Es sieht total witzig aus. Zack, also, naja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Man fliegt langsam, man fliegt ein Stück höher. Ich würde sagen, ungefähr die doppelte Höhe und Reichweite würde ich grob schätzen. Jetzt sliden wir da mal rein und danach machen wir mal den Vertikaljump und gucken mal, wie weit wir da fliegen. Das habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Alter, wie weit man hier fliegt. Also das ist schon, wow, strange. Ich wäre jetzt fast noch in den Abgrund geflogen. Also wie gesagt, es ist einfach nur witzig. Mehr ist es aber auch nicht. Nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Und jetzt machen wir noch den Vertikalsprung und schauen mal, ob da noch irgendwas Spannendes passiert, ob wir da höher fliegen. Zack. Leck mich am Arsch, ist das hoch. Okay, der Doppelsprung, der nützt einem natürlich nichts mehr. Wer übrigens nicht weiß, wie der Vertikalsprung funktioniert, einfach nur vors Jump-Pad stellen, einmal schlagen und dann macht er so einen Schritt vorwärts. Und dann könnt ihr an x-beliebige Vertikalwände einfach so hochkommen, ohne irgendwie vorwärts zu springen. Ladies and Gentlemen, mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Das ist einfach nur ein Just-for-Fun-Ding. Lasst mich mal wissen, obwohl... Ja, was haltet ihr davon? Ist jetzt nicht die spannendste Frage, ist jetzt tatsächlich nichts Besonderes. Und wer übrigens den 6-Minuten-Trailer vom Pathfinder verpasst hat, ein Story-Trailer, der wurde gestern, deswegen habe ich den auch ohne jegliche Kommentare veröffentlicht. Der wurde auf keiner offiziellen YouTube-Seite veröffentlicht, der kam nur auf Twitter. Beziehungsweise wurde von Apex Legends offiziell nur auf Twitter veröffentlicht. Deswegen habe ich das kommentarlos gelassen. Und deswegen habe ich mir da irgendwelche Interpretationen gespart. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und am Donnerstag sollen, wie gesagt, voraussichtlich noch irgendwelche Patch Notes folgen. Wahrscheinlich zum Event nächste Woche Dienstag. Ich wünsche euch was. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.